Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zu Return to the Mysterious Island. Ja, und in guten Art ist natürlich das letzte Mal noch was aufgefallen. Und zwar, ich habe mir gar nicht alles richtig angeguckt. Und ich schäme mich dafür. Wir waren ja hier und haben hier diese Notiz gelesen. Aber dass hier nochmal eine Notiz ist, das hat der gute Art natürlich wieder nicht gesehen. Da hat er wieder nur mit einem Auge hingeschaut. Ein paar Notizen. Schelm. Sind wohl eher die Aufzeichnungen eines Chemikers. So. Und, tja, siehe da. Wir müssen gar keine Batterie finden für diese Lampen. Wir müssen eine Batterie bauen. Und da finden wir die Rezepte dafür. Das ist doch mal super nett von dem guten Nemo, dass er uns die Rezepte hier hinlegt. Oder von den anderen Typen. Ich glaube eher, das waren die anderen Typen, die da zuletzt auf der Insel waren. Die wieder weggekommen sind. So, was haben wir denn da? Aha. In einem Rohr abwechselnd Kupfer- und Silberschichten, dabei die Metalle mit in Zitronensaft getränkter Baumwolle trennen. Kupfer und Silber. Was fällt uns dazu ein? Münzen. Okay, das heißt, wir könnten die Batterie eigentlich bauen. Ah. Nitroglycerin. Salpetersäure notwendig. Schwefelsäure über Salpeter destillieren. Aha, aha. Schwefelsäure, Erhitzung von Eisensulfatkristallen in einem geschlossenen Gefäß. Schießpulver. Salpeter, Holzkohle, Schwefel. Okay, das heißt, wir können uns unser Schießpulver selbst basteln. Und was war die erste Batterie nochmal? Becquerel-Batterie. Bestandteile. Eine Pottasche aus verbrannten Pflanzen. Salpetersäure. Zinkstreifen. Glasrohr verschlossen mit einem formbaren, porösen Material. Verschlossen mit einem formbaren, porösen Material. Formbar. Mir fällt ein, wir können irgendwo auch noch Gummi oder Kautschuk oder sowas holen. Ich glaube, das war bei diesem einen Baum, wo diese lustige Eidechse... Nee, das war Ahorn. Nee, das war bei dem Baum mit der Spinne. Da können wir uns noch, glaube ich, Gummi holen. Irgendwie so. Müssen wir gleich mal gucken. Aber wir schauen jetzt erstmal nach dieser Batterie. Und zwar das, das, das und das. Da hätten wir ja schon mal Rohr und Zinkstreifen für die andere Batterie, glaube ich. Aber wo haben wir denn unsere Münzen? Münze, 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 Münze. So. Das Tuch ist, denke ich mal, Baumwolle. Warte mal, Zitronen. Haben wir noch Zitronen? Irgendwo haben wir doch... Ja. Zitronen. So, und jetzt brauchen wir noch ein Rohr. Nein. Das hier? Auch nicht. Das ist dasselbe. Das ist ja kein Rohr. Das vielleicht? Ich habe eine Batterie hergestellt. Wenn ich Glück habe, kann ich mein Telefon aufladen. Der Ladestand erhöht sich. Hoffentlich klappt es. Yes! Wir haben unser Telefon aufgeladen. Ja! Cool. Aber wir haben keinen Empfang. Kurz vor dem Unfall war ich auf Rekordkurs. Aber ich habe zu viel riskiert und hab's verbockt. Wenn ich je hier wegkomme, wer wird mir dann noch sein Boot anvertrauen? Ach, sei doch mal nicht so negativ. Vor knapp einem Monat habe ich die Wessind-Insel im Rahmen des Jules Verne-Pokals umrundet. Der Non-Stop-Segelregatta rund um die Welt. Ich hatte mich entschieden, allein zu segeln. Ich war mir meiner so sicher, dass ich alles tat, um ein Boot zu finden. Okay. Ja, gut, ne? Wir haben jetzt das Lexikon. Das heißt, ich kann mehr Informationen zu bestimmten Sachen rausfinden. Was ist das denn? Okay, gut. Da ist die Information ein bisschen mau. Aha. Geben Sie die Pflanze auf einen... Nützlich, um große Tiere zu betäuben. Für Menschen und Affen jedoch gefährlich. Geben Sie die Pflanze auf einen Köder, mit dem Sie das gewünschte Tier anlocken wollen. Wir haben doch in dieser Höhle... Dieses Monster. Im Keller. Im Keller. Oh, da ist ein Monster.
Keller. Und das müssen wir irgendwie wegbringen. Warte mal. Köder. Wir haben doch... Haben wir nicht irgendwo noch ein totes Tier? Irgendwo war doch noch ein totes... Ja, da ist ein totes Tier. Na. Sieh mal einer an. Und dann haben wir auch schon einen Köder. Und die Batterie, warte mal. Mit der Batterie können wir doch jetzt bestimmt auch... Wo sind denn unsere Lampen? Wir haben doch hier irgendwo... Genau. Ah. Dann können wir bestimmt... Yes. Jetzt haben wir zwei aufgeladene Lampen. Das heißt, wir können uns auch die Dias anschauen, weil ich glaube... Das ist nämlich das, was noch gefehlt hat. Ja, richtig. Wir haben einen funktionierenden Dia-Projektor. Das ist ja geil. Ein Projektor. So. Und ich weiß nämlich mittlerweile auch, was bei diesem Taucheranzug noch fehlt. Es ist nämlich ganz stinknormal und einfach eine Lampe. Ist ja logisch, ne? Wenn man in der tiefsten Tiefsee mit dem Ding rumeiert, dann sieht man natürlich nichts. Deswegen sollte man eine Lichtquelle mitnehmen. Sie kann auch unter Wasser verwendet werden und wäre daher gut geeignet für eine Taucherausrüstung. Tja, danke, liebes Lexikon. Und jetzt haben wir einen Taucheranzug. Das ist doch super. Das ist super. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Gut, wir haben Pfeil und Bogen, wir haben eine Angel, wir haben eine Spitzhacke, wir haben ein Gewehr. Wir haben kein Schießpulver. Wir haben kein Schießpulver. Allerdings würde mich mal interessieren, ob wir unser Schießpulver nicht mahlen können an unserer Mühle, weil die haben wir ja jetzt wieder gangbar gebracht eigentlich. Oder nicht? Ne, jetzt gehen wir erstmal runter und legen mal unseren Köder aus und dann gucken wir uns die Dias an. Und war das vorher auch schon da? Habe ich das übersehen? Habe ich da... War das weiße Zeug vorher auch schon da? Salpeter. Davon habe ich schon etwas. Okay. Ich glaube, das habe ich wieder übersehen, wie immer, so wie ich mich kenne. So, und dann probieren wir mal. Wo ist er denn? Wo ist denn unser Köder? Da war er. Da ist der Köder. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Haha! Daram, daram, daram. Was für ein Monster! Es hat den Köder auf einmal geschluckt. Das Schlafmittel, das ich reingetan habe, dürfte genügen. Hoffe ich zumindest. Okay. Gut, das Monster ist weg und ist... Dieses altbekannte Zittern. Das Wasser sieht immer noch sehr komisch aus, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gehört oder ob es einfach bloß ein Grafikbug ist, aber egal. So, dann gucken wir uns doch mal jetzt die Dias an, weil jetzt haben wir ja alles gemacht und jetzt weiß ich, glaube ich, auch, für was dieser Hocker ist. Da ist ein leeres Ding, eine leere Leinwand und da ist ein Hocker mit einem Loch. Ich weiß zwar nicht, wofür dieses Loch da ist, aber egal. Wir schauen mal, ob das funktioniert, was ich gerade im Kopf habe. Ah, ja, das funktioniert. Der Sturm wehte unseren Ballon an die Küste eines unbekannten Eilands. Später tauften wir es Lincoln-Insel. Okay. Ah, da oben können wir umschalten. Wir betrachteten uns nicht als Schiffbrüchige, sondern als Siedler, die das fruchtbare Land nutzen wollen, zu dem uns das Schicksal geführt hat. Erste Jagd-Expedition. Mhm. Die haben sogar ihren eigenen Hund dabei. Herstellung von Ziegelsteinen. Tja, das haben wir auch schon hingekriegt mit den Ziegelsteinen. In unserem Brennofen trocknen die ersten Tonwaren. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Wir waren auch schon fleißig am Töpfern. Unserem Ingenieur Cyrus Vance ist es gelungen, Nitroglycerin zu synthetisieren. Dieser Sprengstoff wird größere Arbeiten möglich machen.
Frosch im Hals. Nitroglycerin. Ja, hochexplosiv das Zeug. Freisprengung eines neuen Überlaufs für den See. Nachdem wir den Wasserstand des Sees gesenkt haben, gelangen wir jetzt in die Höhlen des Granithauses. Einrichtung des Granithauses. Nach kurzer Zeit schon haben wir aus der überfluteten Höhle eine angenehme und sichere Zuflucht gemacht. Das Glück steht uns bei. Die Strömung hat eine Kiste mit nützlichen Gegenständen an die Küste getrieben. Die Affen der Lincoln-Insel. Einige sind zutraulich. Yep. Andere wollen uns offenbar das Leben schwer machen. Ja, das stimmt. Gideon Spilett hat eines der wilden Tiere getötet, die in den großen Wäldern der Insel leben. Cyrus Vance stellt ein paar Becquerel-Batterien her. Sie versorgen den Telegrafen, der das Granithaus mit einem Bauernhof verbindet, den wir am Fuße des Vulkans errichtet haben. Aha. Bei unseren Arbeiten zur Nutzung des Plateaus haben wir in der Nähe des Sees eine Truhe mit Kupfermünzen entdeckt. Ein Piratenschatz. Unser zahmer Affe. Entschuldigung. Dieses vortreffliche Tier ist rasch zu einem vollwertigen Mitglied unserer Gemeinschaft geworden. Och, mein Gott, der arme Affe. Also, will ich gar nicht wissen. Glasbläserei. Unsere Mühle. Jetzt ist es meine. Wir werden von Piraten angegriffen, welche die Lincoln-Insel zum Stützpunkt für ihre Raubzüge machen wollen. Zerstörung des feindlichen Schiffs. Oh, das ging aber schnell. Um besser gegen zukünftige Angriffe gewappnet zu sein, haben wir unsere Festung mit den Kanonen bestückt, die wir aus dem Piratenschiff geborgen haben. Okay. Alles klar, jetzt wissen wir auch, woher die Kanonen kommen. Das muss eine ganz schöne Arbeit gewesen sein, die Kanonen von unten, vom Ufer, bis in diese Höhle raufzubringen. Ich möchte gar nicht wissen, was das für eine Arbeit war, ey. Nee. So. Den können wir nicht wieder mitnehmen. Okay, aber wir können es uns nochmal angucken. Nun gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier wirklich alles mitgenommen haben. Warte mal, wir können doch... Wir haben doch jetzt hier Dingensbummens. Wir können ja nochmal irgendwas destillieren. Also nicht irgendwas, aber wir können was destillieren. Achso, das haben wir noch hier im Dings. Kann ich lang suchen. Das ist keine schlechte Idee, aber ich glaube, es fehlt noch etwas. Es fehlt noch etwas? Was fehlt denn noch? Warte mal, war das nicht Schwefel? Nein. Wird Salpeter mit Schwefelsäure destilliert, erhält man Salpetersäure. Säule. Okay, warte mal, mit Salpetersäure. Mit Schwefelsäure. Warte mal, wir haben doch hier ein Becherchen mit, wo ist es denn? Da ist es. Ah. Das ist ja super. Und das können wir jetzt in die Destille kippen. Na, sieh mal einer an. Salpetersäure. So. Salpetersäure. Oh, da haben wir gleich drei Stück davon. Das war sehr ergiebig, muss ich sagen. Jetzt habe ich aber vergessen, was man mit der Salpetersäure macht. Machen muss. Ich glaube, war das Nitroglycerin oder war das Schwarzpulver? Nein, nicht im Menü. Salpetersäure. Ach, Salpetersäure, da kann ich nochmal eine Batterie damit herstellen. Volta-Batterie. Nitroglycerin. Da ist einfach Salpetersäure notwendig. Schwefelsäure über Salpeter. Destillieren. Okay, das ist... Also Nitroglycerin steht nichts Genaues dazu bei. Das heißt, ich gehe mal schwer davon aus, entweder wir finden es selbst raus, wie es funktioniert, oder wir brauchen es einfach nicht. Schwefelsäure. Erhitzung von Eisensulfatkristallen in einem geschlossenen Gefäß. Eisensulfat. Schießpulver. Salpeter, Holzkohle, Schwefel. Salpeter, Holzkohle, Schwefel.
Warte mal, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Was war denn das Zeug, was wir da unten in der Höhle hatten? Salpeter. Davon habe. Okay, was anderes gibt's hier auch nicht. Jetzt bin ich echt mal überfragt. Wir haben jetzt hier Salpeter. Wir haben Schwefel. Und wir haben Salpetersäure. Fällt bei der Synthese von Nitroglycerin und einigen anderen Verbindungen an. Benötigt man rauchende Salpetersäure. Das heißt, sie muss hochkonzentriert sein. Bei einer verdünnten Säure kann die Konzentration mit Hilfe einer einfachen Mischung erhöht werden. Hä? Aha. Nee. Mit Hilfe einer einfachen Mischung? Was für eine Mischung? Wenn ich es mit Wasser mache, dann ist es ja eher verdünnt als hochkonzentriert. Eine einfache Mischung. Aber was denn für eine Mischung? Ich denke mal, dass, ja. Das ist eine gute Frage. Können wir die Zitrone da dazu werfen? Nee. Das ist mir noch ein bisschen suspekt ist mir das. Ich weiß es noch nicht so ganz. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ein bisschen sehr verwirrt. Können wir das vielleicht nochmal in die Destille schmeißen? Nee, können wir nicht. Naja gut, das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Wird Salpeter mit Schwefelsäure destilliert, erhält man Salpetersäure. Auch bei der Herstellung von Schießpulvern benötigt man Salpeter. Okay. Das heißt, wir brauchen ja eigentlich für Schießpulver brauchen wir ja Holz und jetzt haben wir Schießpulver. Tatsache. Wir haben Schießpulver. Das ist ja cool. So einfach hat man Schießpulver. Und jetzt kann ich mein Gewehr damit laden. Das ist ja auch sehr cool. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich es brauche. Ja. Aber warte mal. Jetzt habe ich ja kein Pulver mehr. Ich wollte nämlich die Kanone abfeuern. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich jetzt die Kanone benutze, weil bei der Kanone fehlt uns ja auch noch Schwarzpulver. Damit wir. Na. So. Dann nehmen wir das Pulver. Nein. Okay. Kann ich da auch irgendwie das Fadenkreuz verstellen? Nee, ich kann einfach bloß. Ernsthaft? Und was genau bringt mir das? Jetzt habe ich das Pulver da reingeschmissen und habe wahrscheinlich keins mehr im Inventar, oder? Sehe ich das richtig? Okay, wir haben das Pulver für die Kanone benutzt. Super. Alles klar. Das heißt, wir müssen wohl oder übel jetzt doch mal versuchen,
das Schwarzpulver, was wir hier im Fass haben, mal zu mahlen. Weil wir haben keinen Schwefel, keine Schwefelsäure mehr. Kein Schwefel, allgemein. Haben wir nicht mehr. Na gut, aber ich sehe schon, es ist schon wieder 20 Minuten rum. Und effektiv habe ich eigentlich nicht so viel. Doch, ich habe eine Batterie, ich habe Tiers angeschaut. Ich habe das Monster gefangen. Ich habe eine Kanone abgefeuert. Eigentlich habe ich eine gute Checkliste erfüllt. Passt. Ja, gut, dann kann ich ja getrost den Part jetzt hier mal beenden. Ich würde sagen, lasst mir ein bisschen Liebe da, lasst mir ein paar Likes da, so ein bisschen rumklicken könnt ihr ja, ne, wisst ihr ja, wie es geht. Über ein Abo würde ich mich auch wahnsinnig freuen, falls ihr das nicht schon getan habt. Ihr könnt auch bei Facebook und Twitter vorbeischauen, wie immer, wisst ihr ja Bescheid, steht alles unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.